Schau mal, du bist eine Person, die sich selber weiterentwickeln will, die sich persönlich weiterentwickeln will und in eine gute Richtung gehen will. Du hast das Gefühl, dass du an dir arbeitest. Und das, was ich dir gleich mit auf den Weg gebe, ist eine Sache, die essentiell ist. Denn wenn du das nicht verstanden hast, wirst du immer und immer und immer wieder die gleichen Fehler machen, wenn du kurz davor bist, in ein Verhältnis zu gehen, in eine Beziehung zu gehen oder sonst wo. Du hast das Gefühl, dass du Faktoren außerhalb deiner Kontrolle hast und das macht dich fertig. Denn diese Faktoren, die außerhalb von deiner Kontrolle sind, diese Dinge kannst du eben nicht kontrollieren und dementsprechend, du machst dich abhängig davon. Aber du weißt nicht, wie du dagegen vorgehen kannst. Du weißt nicht mal, dass es so ist wahrscheinlich. Und genau deshalb will ich dieses Video machen. Ich will dir meine eigene persönliche Geschichte dazu beibringen. Dir die Lessons mit auf den Weg geben, die ich gelernt habe, die meine Klienten jetzt lernen. Schau mal. Ich war damals immer eine Person, die nach links und rechts geguckt hat. Ich habe mir immer gesagt, okay, warum kann ich nicht so sein? Warum kann ich nicht diese Frau haben? Warum kann ich nicht die Attention von dieser Person dauerhaft haben? Und meine erste Beziehung, das war, als ich jünger war, meine erste Beziehung ging damit aus, dass ich sie dazu gebracht habe, dass sie nur noch über mich denkt. Und weißt du was? Weil es am Anfang nicht der Fall war, je mehr Zeit verging, es der Fall wurde, ich wurde nicht zufrieden. Ich hatte sogar das Gefühl, dass es immer schlimmer wurde und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dieses Muster hat sich immer und immer, natürlich im Extremen bei mir, hat sich immer und immer wieder gezeigt. Und das ist eine sehr, sehr persönliche Geschichte, die ich dir hier mit auf den Weg gebe. Es ist auch nicht einfach, wirklich darüber zu reden. Denn dieses obsessive Verhalten zu kontrollieren und zu wissen, was die andere Person macht, zu sagen, dass sie keinen Spaß haben sollte, abgesehen von dir. Natürlich ist es jetzt im sehr starken, extremen Rahmen, aber ich will dir das mit auf den Weg geben, um dir zu zeigen, von wo ich komme. Denn dieses Verhalten hat dazu geführt, dass ich so viele gute, wirklich potenziell gute Beziehungen so oft kaputt gemacht habe, weil ich meinen Gemütszustand immer und immer und immer abhängig von jemand anderem gemacht habe. Und das soll nicht so sein. Das große Problem ist, vor allem wenn du in diesem ganzen Erfolg mit Frauen-Ding bist, anfängst dein Dating-Leben zu verbessern, du suchst ja nach der Validierung von außen. Es ist ja normal, du fängst ja an, du bist ja noch neu in der ganzen Sache. Aber ab einem Punkt musst du merken, dass diese Selbstbestätigung zu 95% von dir selber kommen soll. Du kannst es nicht ganz abschalten, du bist ein Mensch, das ist normal. Aber zum Großteil soll es von dir kommen. Zum Großteil sollst du die Person sein, die sich selber wertschätzt. Und glaub mir, die anderen werden dich dann mehr als genug wertschätzen. So. Wie habe ich bemerkt, dass ich diese emotionale Abhängigkeit, weil das ist es ja letztendlich, wie habe ich gemerkt, dass ich diese emotionale Abhängigkeit habe? Immer wenn sie glücklich war und ich in einem Gemütszustand war, wo ich mich nicht gut gefühlt habe, habe ich mich irgendwie schlecht gefühlt. Und das ist eine Sache, die ich erstmal schlucken musste. Denn ich musste mir selber eingestehen, dass andere Personen, dass andere Menschen, dass du keine volle Kontrolle darüber hast. Selbst wenn du es haben willst. Und das war eine Sache, die damals sehr, sehr, sehr schwer zu verstehen war für mich. Und weißt du, was ich gemacht habe, um dem zu entgehen? Ich habe mir gesagt, weißt du was, niemand anderes ist für mein Glück mehr verantwortlich als ich. Kein Mädchen der Welt. Weil das Problem ist, wir setzen dieses Idealbild von einer Beziehung, von einem Verhältnis, von einer Frau auf die Person, die wir gerade daten, auf die Person, die wir gerade kennenlernen. Und dieses Ideal wird im Leben nicht erfüllt werden. Die ganze Welt der anderen Person dreht sich nicht um dich. Die Welt der anderen Person dreht sich um sich. Und es ist nicht so, dass die Leute egoistisch sind oder sonst was. Nein, das ist einfach eine Tatsache. Und damit musst du klarkommen. Du kannst nicht erwarten, dass jemand oder dass eine Frau ihr gesamtes Leben für dich opfert. Ich meine, was ist das denn für eine Verhaltensweise? Ich meine, andererseits, was ist das für eine Einstellung? Weil was sagt das über dich aus? Das sagt über dich aus, dass du mit dir selber nicht klarkommst. Das sagt über dich aus, dass du das Gefühl hast, nicht genug zu sein und jemand anderes brauchst, um dich genug zu fühlen. Und wenn du auf das Pferd setzt, du wirst nicht gewinnen. Du musst anfangen, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Du musst anfangen, mehr dich selber wertzuschätzen
und Dinge zu tun, die dich positiv beeinflussen, die dich in einer positiven Richtung beeinflussen. So, anstatt dass du rumhängst und den Instagram-Account von dem Mädchen stalkst, was du jetzt gerade kennenlernst, anstatt dass du sowas tust, wie wäre es, wenn du in der Zeit irgendwas tust, was dir selber gut tut? Meditierst, dir darüber im Klaren wirst, wie deine Zukunft aussehen soll. Weil niemand ist mehr verantwortlich für dich als du. Du kannst nicht erwarten, dass 24/7 Support-Team, aka das Mädchen, was du gerade kennenlernst, für dich da ist. Und weißt du, was passiert, wenn du so ein Verhalten bekommst? Ja, vielleicht wird sie das mitmachen. Vielleicht, bis zu einem gewissen Grad. Aber ab einem Punkt, vor allem wenn das Mädchen Selbstwertgefühl hat, wird sie merken, hier stimmt irgendwas nicht. Und diese extreme Neediness, die du dann ausstrahlst, diese extreme Verzweiflung, die du ausstrahlst, führt dazu, dass du alles kaputt machst. Und dieser Zyklus wird immer und immer wieder passieren, bis du einfach mal sagst, ey, weißt du was? Ich muss was ändern. Und als ich damals mit dem ganzen Erfolg mit Frauending angefangen habe, ja, der Zyklus hat sich am Anfang wiederholt und ich habe nicht verstanden, warum. Aber ab einem Punkt hat es Klick gemacht. Ab einem Punkt habe ich verstanden, dass es so nicht sein muss, dass ich mich ändern kann, dass es auch anders geht. Weil du musst dir vorstellen, eine andere Person in deinem Leben zu haben, ist ein weiterer Faktor, den du in dich hinein frisst, so gesehen. Und es ist ein Teil von dir. Und du willst, dass dieser Teil von dir so lange bleibt wie möglich. Aber Fakt ist, es gibt keine Konstante in deinem Leben, abgesehen von dir. Und selbst du bist ein ständig wandelndes Wesen. Du bist nicht die ganze Zeit gleich. Du bist nicht die ganze Zeit eine Person, die immer wieder dieselben Routinen, immer wieder dieselben Eigenschaften hat. Du änderst dich auf einer konstanten Basis und das muss dir bewusst sein. Keine Frau der Welt, kein Geld der Welt, nichts kann dich glücklicher machen als du. Und weißt du, es geht am Ende des Tages, und das ist eine Wahrheit, die die meisten gar nicht haben wollen, es geht am Ende des Tages gar nicht so sehr darum, die Frau zu bekommen. Es geht vielmehr darum, dass du die Lessons bekommst, dass du die Lehren daraus ziehen kannst und verstehst, warum diese Dinge passiert sind. Und je mehr dein Wissen expandiert, dein Horizont expandiert und du ein breiteres Spektrum an Erfahrung, an Wissen hast, desto angenehmer wird dein Leben. Denn Wissen ist Macht. Wissen ist eine Sache, die dich weiterbringt. Aber zu dem Wissen muss die Erfahrung auch kommen. Muss die Erfahrung kommen, ganz unten zu sein. Muss die Erfahrung kommen, Schmerz zu ertragen. Und das eventuell auch in einem Verhältnis. Du darfst dich nicht abhängig machen von jemand anderem. Du darfst dich nicht darauf fokussieren, dass dieses eine Mädchen immer für dich da sein wird. Das kannst du nicht wissen. Aber es gibt eine Person, die immer für dich da sein kann. Abgesehen von mir. Und das bist du. Es ist niemand anderes abgesehen von dir. Du hast das Gefühl, dass es eventuell, falls du dir dieses Video anschaust und in dieser Situation bist, dass du in einer emotionalen Abhängigkeit bist, du hast wahrscheinlich das Gefühl, dass du da nicht rauskommst. Und diese emotionale Abhängigkeit kann sich auch in anderen Szenarien deines Lebens ausbreiten, mit deinen Freunden, deiner Familie oder sonst wem. Oder wenn du draußen auf der Straße andere Leute siehst, wie sie gut gelaunt sind, dass du dich eventuell nicht so fühlst. Es kann sein, nicht immer, manchmal. Aber das ist eine Sache, die nicht sein muss. Du bist dafür verantwortlich. Nimm die Verantwortung 100% für deinen Gemütszustand, für deine Situation. 100%. Erwarte nicht, dass jemand anderes das macht. Das soll ein Weckruf für dich sein. Schau mal, die Frau zu bekommen, selbst wenn du sie am Anfang bekommst, was Längerfristiges wird es nicht sein. Es steht ganz fett auf deiner Stirn geschrieben, dass du nicht in der Lage bist, deinen Mann zu stehen. Und was heißt das, den Mann zu stehen? Okay damit zu sein, wenn Dinge passieren. Sie zu akzeptieren und von dort aus zu arbeiten. Nicht den ganzen Tag meditieren und zu sagen, oh ja, ich mach mal. Also nicht sowas, dass du es akzeptierst und dann mit dem Raketenstart vorangehst. Es ist so, als würdest du ganz, ganz tief auf den Boden fallen. Also du kannst genau das nutzen, um wieder hochzuspringen. So kitschig sich das auch anhören mag.
Genau diese Negativität, versuch sie nicht zu unterdrücken. Versuch diese emotionale Abhängigkeit nicht mit Druck wegzupacken, dass das nicht ein Teil von dir ist. Es ist ein Teil von dir. Akzeptier es. Sag, okay, ja, ich fühle mich so und es ist okay. Und akzeptier es. Und wenn es sein muss, muss dieser Prozess ein paar Mal wiederholt werden. Und dann machst du was, damit es dir gut geht, anstatt den ganzen Tag zu Hause rumzusitzen und darüber nachzudenken, was die andere Person tut. Weil das soll nicht so sein. Hab Spaß. Du bist dafür verantwortlich. Trage hundertprozentige Verantwortung. So, und wenn du sagst, Matt, ich mag deinen Content, ich mag die Art, wie du Dinge rüberbringst und ich will nie wieder in so eine emotionale Abhängigkeit gehen. Ich will nie wieder mich so fühlen. Ich will Optionen haben. Ich will nicht, dass mein Kopf sich darum kreist, ob mich das eine Mädchen wirklich, wirklich, wirklich mag oder nicht. Dann guck unten in die Videobeschreibung, komm zum kostenlosen Erstgespräch mit mir. Ein Mitarbeiter von mir wird dich anrufen. Wir werden dir einen Schritt-für-Schritt-Plan erstellen, wie du aus deiner Situation rauskommst, wie du wirklich einen Raketenstart in eine positive Richtung hast, damit sowas nie, nie, nie wieder passiert. So, du hast nichts zu verlieren. Do it.